Wir stehen hier auf dem Rastplatz Prignitz Ost. Und ich brauche das hier. Weil wieder einmal kamen die Leuchte Motor kontrollieren lassen. Ja, wir hatten die ja jetzt schon mal. Genau, vor unserer letzten Reise, wo wir aus NRW kamen. Direkt, wir fahren Hannover rauf auf der Autobahn und kurze Zeit später, bing, Motor kontrollieren lassen. Unser Glück war, Werkstatt hatte noch offen, also sind wir zur Werkstatt gefahren. Und jetzt lesen wir mal aus und berichten gleich, was da schon wieder los ist. Gucken wir mal, genau. Ja, wir fahren jetzt erstmal wieder. Fehler ist away. P0900 verrät es leider nicht. Im Internet kann man recherchieren, aber leider nichts, was auf Fiat Ducato basiert. Deshalb sind wir da vorsichtig, was wirklich da die Aussage dann ist. Genau, also ich glaube, dass der Differenzdrucksensor es nicht ist, aber genau wissen tue ich es natürlich nicht. Wir müssen nächste Woche mit dem Auto wieder zur Werkstatt. Genau. Da war es ja nochmal vorbeikommen. Ja, da muss es nochmal geprüft werden. Ja, ich hoffe, dass die dann diesen Fehlernummer wissen, was das bedeutet. Genau. Ich werde jetzt gleich nochmal den treten. Gleich fahren wir nochmal aus. Mal sehen, vielleicht war ja auch nur irgendwas verstopft, hätte ich beinahe gesagt. Ja, aktuell ist ja eh... Also Baustelle ist vor uns, deshalb treten wir gerade nicht drauf. Aber nein. Und es ist auch relativ voll gerade der Verkehr. Da müssen wir mal gucken, wie wir dann treten können. Ja. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, was denn noch so alles passieren kann. Aktuell ist er weg, gelöscht haben wir. Schauen wir mal, ob er wieder auftaucht. Genau, Rußpartikelbildung. Der Filter ist jetzt zu, was habe ich gesagt, zu 70% voll. Also voll ist er noch nicht. Deswegen wird er auch noch keine Regeneration machen. Der ist ganz cool, das kann man dann halt alles auslesen. Ja, aber idealerweise müssen wir nie was auslesen. Aber naja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, gibt es ein neues Update, melden wir uns. Sonst fahren wir jetzt wirklich erstmal bis Globus durch. So ist unser Plan. Hier beim Einkaufen. Ostersamstag einkaufen. Warum macht man das? Weil man Sachen vergessen hat? Ja. Also Fehler ist, die letzten 120 Kilometer nicht mehr aufgetaucht. Gott sei Dank. Genau. Das ist das aktuelle Update und dann sind wir mal gespannt, was uns noch so erwartet. Idealerweise kommt der Fehler erstmal nicht, genau, bevor wir wieder in der Werkstatt waren. Ich werde nachher nochmal, wenn wir angekommen sind, nochmal auslesen, nochmal gucken, ob er irgendwas entdeckt hat, irgendwas schon mal registriert hat. Guck nochmal den Sättigungsgrad des Dieselpartikelfilters und dann mal gucken. Ja, also es gibt noch ein bisschen was Technisches in diesem Video. So, wir wollen jetzt an den Stellplatz, wo wir vor gut einem Jahr waren, ein paar Tage noch hinterher. Schon her, genau. Direkt an der Warnow, wenn alles gut geht. Wir müssen jetzt ein bisschen Umweg fahren, weil das hat sich so sehr gestaut und wir versuchen diesen Stau zu umfahren. Mal gucken, ob das klappt. Und wenn alles gut geht, melden wir uns entweder von der Warnow oder halt aus dem Gewerbegebiet. Das werden wir dann sehen, genau. A oder B. Lassen wir uns überraschen und wir fahren los. Na dann, los geht's. Resting on the myth of old. All of the stories have been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. So. Angekommen. Genau. Wir haben es geschafft.
Genau, mit einem wunderbaren Blick auf die Warnow. Ja, zeigen wir euch gleich. Also das ist schon nicht schlecht. Wobei, ganz ehrlich, wir können ja die Kamera anmachen. Haha, dann seht ihr genau das, was wir auch sehen. Genau. So. Und man sieht auch ganz rechts so einen Vollidiot, der einfach mittendrin steht, statt einfach mal richtig auf den Parkplatz zu fahren. Ja, ich habe gedacht, der wollte da raus. Bin dann um ihn rumgefahren. Habe jetzt so geparkt im Endeffekt. Ja gut, kommt noch einer durch, aber das ist trotzdem enger. Also, naja, ich stehe auf jeden Fall normal richtig in der Parklücke. Sagen wir es mal so. Genau, und der halt nicht. Ja. Richtig. Wie gesagt, hier sind wir losgefahren, letztes Jahr Richtung Schweden, unsere Norwegen-Tour mit Teddy und Buggy. Das war schön. Ne, sind weitaus früher diesmal los. Wir werden morgen früh aber nicht so früh aufstehen. Nee. Ob wir hier überhaupt stehen bleiben, das wissen wir natürlich nicht. Es kommt drauf an. Kann auch sein, dass wir abends hier wieder wegfahren. Ja. Aber einfach mal, um hier zu stehen und den Blick auf die Warnow zu genießen. Genau, wir werden auf jeden Fall hier schön kochen und so weiter. Mal sehen, wann wir das machen. Wahrscheinlich gleich, weil langsam kriege ich Hunger. Ich auch. Dann machen wir das gleich. Ich könnte natürlich ein Frosteis jetzt auch essen, das geht auch. Das gibt es als Nachtisch. Noch bessere Idee. Siehst du, genau. Und dann werden wir vielleicht nochmal hier ein bisschen spazieren gehen. Vielleicht können wir euch noch ein bisschen was zeigen. Ja, gucken wir mal, ne? Wo es hier hingeht. Ja, ich weiß nicht, ob es da hinten ist, der alte Fähranleger da, ne? Genau, ja, in die Richtung mal laufen, weil also da waren wir, sind wir noch nicht gewesen. Genau. Wir zeigen euch das auf jeden Fall. Ja, und jetzt heißt es. Essen machen. Also, ich fange an mit Kochen. Es ist angerichtet. Ja, ich muss noch meine Gabel aus dem Salat holen. Ja, nimm mal den Salat hier weg, dieses ekelhafte Zeug. Das muss Ach, das ist lecker. Das muss doch nicht sein, dass das hier rumsteht. So ein Quatsch. Ja, es gibt das Essen, was eigentlich hätte gestern geben sollen und heute. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil wir dusselig sind und alles vergessen. Wir sagen nur, wir brauchen das und wir schreiben keinen Einkaufszettel und schon vergessen was wieder. Naja. Da mal die Frage an euch, schreibt ihr eigentlich Einkaufszettel, bevor ihr einkaufen geht oder seid ihr solche, naja, das haben wir schon alle im Kopf. Tja, wir sind auf jeden Fall, das haben wir schon irgendwie im Kopf und wir sagen zwar dann, müssten wir einen Einkaufszettel schreiben, tun es aber dann beim nächsten Mal doch wieder nicht. Also und das Schlimme ist, dass wir sogar noch im Laden gesagt haben, das brauchen wir und dann sind wir trotzdem dran vorbei durchgelaufen. Ja. Deshalb waren wir jetzt ja wieder im Globus, haben das noch alles gekauft. Ist natürlich schön, so habe ich auch ein bisschen Frosteis zur Nachspeise schon. Siehst du, das war alles mit Absicht bei uns. So muss man das sehen. Ja, du hast, wenn du keine Ausrede geschaffen hast, dann ist auch vorbei, ne? Ja. So. Wir, würde ich sagen, stoßen jetzt erstmal an, zum Wohl. Um 15 Uhr kann man auch mal Mittagessen. Es ist nach 11, also. Es ging ums Mittagessen. Mhm. Aber ein Wein trinken darf man dann auch. Also, Kamera aus, Action. Er hat's gesagt, ihr müsst aus, also winke, winke. Eine Runde spazieren gegangen, oder gehen wir jetzt? Ich wollte gerade sagen, wir gehen ja gerade los. Den wir gut gegessen haben, das gute Eis von der Eiswerkstatt. Ja, war lecker. Gehört einfach dazu, wenn wir hier in der Ecke sind. Wobei ich, glaube ich, nicht nochmal Kaffee nehme. Also Kaffee war so, ja, war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht, wo ich sage, yeah. Also, ja. Geschmackssache, auf jeden Fall. Ja, wir sind gespannt, was wir morgen überhaupt für Produkte kriegen. Da ist, okay, ich habe es relativ einfach. Ich würde immer nur Vanille-Erdbeere oder halt Vanille-Schokolade, ne? Genau, alternativ Vanille, wobei nur Vanille wäre mir zu vanillig. Naja, ja, wir sind jetzt hier sozusagen zu dieser alten Fähre oder sowas hingegangen. Aber das ist eine Lotsenstation scheinbar. Ja, irgendwas macht man da draus. Was ja Sinn macht. Warum sollte man das alte Zeug auch nicht benutzen? Genau, könnt ihr euch das ja mal zeigen. Also hier sind die Lotsen los. Genau, und jetzt gucken wir mal, inwiefern wir was sehen können, ob wir unser Schiff, was wir damals hatten, mit dem wir gefahren sind, ob wir das entdecken können. Aber wahrscheinlich eher nicht. Das, ich weiß nicht, ob das die... Also wir können euch das auch mal mitzeigen. Die Türme. Könnte sein, dass die Türme das sind, aber wir wissen das nicht genau. Dazu müsste man näher ran. Ja, da kommt man aber leider nicht weiter. Hin. Genau.
Naja, schauen wir uns hier etwas um noch und dann, ja, geht's bald wieder zurück. Ist doch eisig Wind, der eisiger Wind, ne? Ziemlich ja. Kalt. Ja. Viel war jetzt leider wieder nicht zu sehen. Nee. Der Parkplatz, den, wo wir stehen, ist halt der große Fährparkplatz. Wenn du nach Trelleburg willst, ist der super geeignet auf jeden Fall. Aber für uns ist es auch, wir können noch mal ein bisschen hier runterkommen, entspannen und so weiter. Dann haben wir ja noch mal hier die Möglichkeit, auch noch ein bisschen trotzdem am Wasser zu stehen und das zu genießen, die Aussicht. Also von daher, genau. So schlecht ist es ja auch nicht. Das ein oder andere, wie heißt es hier? Schipperchen kommt ja auch. Ja, da ist ein kleines Mini-Osterfeuer oder was soll das darstellen? Ja, wir können das gleich nochmal einblenden. Mal sehen, ob ich es zeigen kann. Es brennt auf jeden Fall. Ganz, ganz cool. Ja, das heißt, das Osterfeuer haben wir dann auch hinter uns. Genau. Ja, naja, eben fuhr hier die Polizei lang. Also wir sind jetzt hier gerade wieder an der Hauptstraße. Genau, wie das ist, ist halt... Kaum was zu sehen. Ich mache jetzt nur mal, weil ich nicht weiß, ob man das natürlich sieht. Schönes Foto, genau. Blenden wir euch dann noch mal schön ein. Falls das Bild, das Video nichts geworden ist. Ja. Aber ja. Wir haben eine kleine Runde, sind wir spazieren gegangen. Wir werden jetzt wieder dann zurück zum Fahrzeug gehen, werden dann abwaschen. Also das heißt, heute gibt es dann nicht weiter zu sehen. Wir sind ja auch ein bisschen, muss man sagen, ja, so zwiespältig. Wir hatten eigentlich auch überlegt, oh, hätten wir genug Klamotten, jetzt ab nach Schweden. Andererseits mit dem Auto auf keinen Fall. Dass andauernd dieser Fehler kommt, Motor kontrollieren lassen, das ist echt nervig, gerade weil man halt nicht weiß, was ist es jetzt. Wir hatten hier, das haben wir doch noch gar nicht erzählt, den Differenzdrucksensor für den Katalysator bzw. den Dieselpartikelfilter, der war scheinbar auch defekt, weil der Fehler ist jetzt auch weg. Das da ist jetzt schon wieder ein anderer Fehler. So ja. Sieht es mir zumindest im Moment aus. Im Moment sieht es nach Getriebe aus, also fährt sich aber ganz normal. Also es ist irgendwie, ist das merkwürdig, ja, ich verstehe es auch nicht. P0900, wir müssen da einfach mit Florian sprechen. Ja, wie das da jetzt weitergeht. Der kann uns da genauer sagen. Dementsprechend ist jetzt natürlich nicht so die große Laune für mehr. Morgen holen wir das Eis ab, deshalb sind wir ja eigentlich hier hochgefahren. Ja. Und werden dann einfach mal schauen. Also viel wird es nicht mehr zu sehen sein. Nee, ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, stehen tut dem Auto nicht gut, weil das sind jetzt dieses ganze Standfehler wahrscheinlich. Wie man uns das schon mal gesagt hatte, naja, Standschäden entstehen dann halt irgendwann. Ja, aber gut. Ja, darf aber nicht passieren, ganz ehrlich. Was machen die Leute, und komischerweise, was machen die Leute, die wo das Auto überwintert? Die haben diese Probleme komischerweise nicht. Also, ja, also bei uns auch. Ist wirklich Fehler in allen Teilen. Ja, aber da steht es im Namen, definitiv. Was soll man machen, ne? Ja, gut. Das Auto zu verkaufen würde für uns das Ende von Camping bedeuten. Ja. Weil ein neues Auto werden wir uns nicht leisten können. Das ist einfach so. Also, und wenn jetzt hier natürlich noch ewig viele Fehler kommen, dann wird es auch eng. Also dann, ja. Aber eigentlich, wir haben ja auch noch Garantie. Von daher, da muss ich Fiat noch was einfallen lassen. Ist mir egal. Ja, irgendwo ist das nervig. Hm. Ja, das soll es dann für heute Ostersamstag gewesen sein. Unser Osterfeuer haben wir also auch gehabt. Und dementsprechend geht es morgen nochmal weiter. Dann gucken wir mal, wie viel Eis wir wieder mitkriegen. Ich hoffe auf 38 Stück. Mal schauen. Hast schon errechnet. Sehr gut. Ja, ich muss schauen, ob das so passt. Vielleicht müsste man noch mal die Truhe mal hoch
halten, wie viele da reinpassen. Ob das hast du dir das nicht aufgeschrieben beim letzten Mal, wie viele da reingepasst haben? Ja, habe ich es auf Handy, habe ich es aufgeschrieben, frag mich doch sowas. Ich ja, ja, man findet es da nicht wieder. Na gut, die. Oh, Wildverkauf. Ja, ihr könnt da wild kaufen. Jetzt haben wir aber genug gelabert, schon wieder. Genau. Jetzt geht's ab. Ein freies Feld noch für euch. Ja, mit auch Feuer. Überall Mini-Osterfeuer hier. Ja, scheinbar gibt's das hier nicht gemeinschaftlich, so wie ich es kenne, sondern es ist hier eher einzeln. Aber ist egal. Wir gehen jetzt noch die Straße runter, links ist der Parkplatz und dann sind wir da. Genau, in diesem Sinne, bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sagt die Stimme schon? Nein. Wir haben es 10:04. In 2 Stunden macht die Eiswerkstatt auf. Und weil man hier nicht wirklich was sehen kann, außer dass hier Leute angeln, und genau, zwar eine ganze Menge Leute angeln. Auch spazieren gehen, habt ihr ja gestern gesehen, so viel gibt es natürlich hier nicht. Also es ist ein schöner Parkplatz, um eben mal zwischendurch hier zu übernachten oder halt... Um dann zur Fähre zu fahren, genau. Also dafür ist er ideal. Ja. Gestern gab es hier auch, das Ordnungsamt war gestern hier, weil unsere Nachbarn zur Linken... meinten hier Campingverhalten an den Tag zu legen, selber schuld, drohte genau, nämlich eine Anzeige. So. Ja, und die kann bis zu 3-stelligen Betrag werden. Also das sollte man sich wirklich überlegen, das ist ein Parkplatz, nutzt es bitte aus, macht nichts anderes. Genau. Weil sonst steht hier irgendwann Wohnmobile verboten. Und das wäre echt schade, weil du hast sonst keine Möglichkeit von hier zur Fähre. Und das ist einfach blöd, das muss nicht sein. Genau. Aber wir werden uns jetzt nochmal auf den Weg zu einem Parkplatz begeben. Ne? Genau, dass wir hoch am Strand kommen und dann sind wir mal gespannt, ob das auch so wird, wie wir uns das vorstellen. Man sieht Wasser. Man sieht nicht nur Wasser, man sieht die Ostsee. Prima, würde ich mal sagen. Also wenn wir schon am Dings sind, wie nennt sich das? Am Strand, an der See. Dann sollten wir auch wirklich mal auf zum Strand laufen. Genau, da hinten kannst du dann schön nach Rostock rüber gucken. Nein, Warnemünde. Ach so, Quatsch, ist ja auch Warnemünde, du hast recht, okay, natürlich. Stadtteil von Rostock, du hast auch recht. Ja. Ja, da hinten kommt eine Fähre, eine Hybridfähre rein, so dieses hessische Teil. Ja, ich glaube, das ist, ist das eine dänische, ne, glaube ich, oder so. Der Vorteil ist ja, cool, es läuft ja nichts über Dings, das ist die Berlin, die aus Dänemark kommt. Ah ja, sehr gut. So, dann gucken wir mal hier über den Strand, würde ich sagen. Moments pass, make this one count. Untied, you're so good, dragging yourself down. Damit herzlich willkommen am Wasser, am Strand. Aber das haben wir doch eben gerade schon gemacht. Was laberst du schon wieder für ein dünnes Zeug? Ja, das waren doch aber noch eingeblendete Szenen. Jetzt sind wir direkt am Wasser hier. Naja, okay, da hast du auch jetzt. Ja, ich muss ein bisschen leider weggehen, weil du das hängst so tief runter, mein Kopf ist abgeschnitten. Kannst den Arm nicht mehr so hochhalten. Hm? Weiß ich nicht, hab da eben gerade nicht drauf geachtet. Ja, das ist immer so, ne? Deshalb muss ich immer so weit weglaufen von dir, damit ich überhaupt auf dem Bild bin. Passt du nicht drauf aufs Bild? Ja, scheinbar nicht. Zumindest wenn du den Arm nicht richtig schön ausstreckst. Ja, das stimmt. So faul den Arm auszustrecken. Mann, Mann, Mann. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht bis nach Warnemünde laufen. Das wird zu weit. Ja, aber doch, wir werden einen schönen Strandspaziergang einfach hier machen, um Ostersonntag, in dem Sinne frohe Ostern, also frohe Ostern, mein Schatz, wir haben das auch noch gar nicht gesagt. Ja, frohe Ostern, allen und dir. Mensch. Ja, so ist das bei uns, da gibt es halt nicht mehr, es ist irgendwie wird das vergessen. Ja, es ist halt ein Tag wie jeder andere auch irgendwie dann doch wieder, ne? Also, ja, okay, wir mussten keine Ostereier suchen, also vielleicht liegt es daran. Ja, hat ja auch keiner versteckt, so. Nee, und die Eier, die wir gefunden haben, die hast du platt gemacht und lagen wie immer... In der Pfanne. In der Pfanne. Genau. Ja, wie gesagt, wir laufen jetzt einfach mal hier den Strand entlang, genießen das noch und dann um 12 Uhr
müssen wir in der Hinrichsdorfer Straße sein zur Eiswerkstatt. Da macht sie pünktlich auf und wir wollen wieder pünktlich viel Eis kaufen. Ich weiß leider immer noch nicht, wie viel. Tja, aber ich würde das so Pi mal Daumen sagen. Rechnen wir nochmal durch. So ungefähr nach 25 mindestens und dann muss halt zur Notbaum einlaufen. Genau. So, und jetzt kannst du nochmal schwenken, wie die Fähre da rein. Ei, ei. Der Marcel hat sein Eis. Schmeckt ihm wohl. Glücklich. Ja, die Truhen sind voll. Junge, ja. Junge. 33 ist die Zahl. Dabei ist die Top 834. Jetzt weiß ich wieder, wir wussten nicht, wie viel wir kaufen konnten. Und jetzt weiß ich wieder, wo wir das gesagt haben. Nämlich im letzten Reiseflock von Ostern. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir das nicht mehr wissen, können wir da nachgucken. Wir Trottels wussten natürlich nicht mehr, wo konnten wir denn jetzt nachgucken. Und auf das Video sind wir natürlich nicht gar gekommen. Gar nicht gekommen, nee. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Wir könnten jetzt das Video natürlich nehmen, so als versöhnliche Sache von diesem Reisevlog, weil es war ja doch schon für uns sehr anstrengend, weil halt einfach wir ja schon wieder diese Motorkontrollleuchte haben. Naja, mal jetzt sehen, was er jetzt auf dem Rückweg macht. Genau, wir haben 350 Kilometer vor uns. Da hoffen wir einfach, dass alles gut geht. Ja, oder wenn die Lampe angeht, dann kurz vor Feierabend oder sowas, dass ich die dann so auch abgeben kann, den Wagen. Mal gucken. Das wäre natürlich ideal. Oh. Ja, Ostersonntag. Das heißt, wir werden nicht mehr zeigen, weil es ist einfach für uns jetzt die Reise vorbei. Morgen hat Schwiegerpapa Geburtstag. Das ist auch wichtig. Genau, deswegen fahren wir heute nach Hause. Ja, das heißt, demnächst kommt ein weiteres Reisevideo vielleicht oder ein Technikvideo, weil wir haben noch ein paar Sachen in der Pipe, die ich soweit allein hier mit Truma mit einer Fehlermeldung, so ein kleines Video. Ach ja, das haben wir ja auch noch. Oh also, je. Es sind noch ein paar Sachen, die wir euch berichten können. Und jetzt würde ich einfach sagen, nicht viel Gesabbel. Das Eis darf nicht auftauen. Nein, wir fahren jetzt los. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt kann ich mein Eis essen. Jam, jam, jam. Stand here while. Take a little time.